Leute, hi, was geht ab? Minecraft wird immer da mit dem geilen Pokémon-Game. Ja, da oben ist nichts versteckt. Yay! Yeah. So, wir sind noch in der Eishöhle. Die ist mega kalt. Und weil die so mega kalt ist, immer mal hier abhauen. So, aber wir haben die Eishöhle bald hinter uns. Wir sollten in dem Part locker rauskommen. In den nächsten paar Minuten sogar schon, wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Deswegen lass mal da runtergehen und da ist der Ausgang. Ha, da hat aber jetzt lang gedauert, ne? So. Jetzt mal ganz kurz. Bist du ein Trainer? Nee. Ach, das ist. Ach, ich weiß, wo ich bin. Ja, es ist schön. So, Moment, was gab's denn hier? Hallöchen! Aha, Dragonier ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein Dragonier weiblich? Möchtest du es gegen mein Rizerotz tauschen? Nee, ich habe auch gar keinen Trag. Erstmal ins Pokémon-Sender, Leute. So, heile, ist alles wieder gut. Tiefe Mineralien ist Indigo. Ja. So, mal ganz kurz im Markt vorbeilucken. Ich hätte gerne Hyperballs. So 10. Ja, 10 ist gut. Dann hätte ich gerne ein paar Hypertranks. So. Ja, so 20 ist gut. Dann hätte ich gerne ein paar Hyperheiler. So 20 ist gut. Und das war's. War schön mit dir. So, was haben wir denn hier Schönes? Haus des Attackenverlerners. Ah. Das ist natürlich schön. So. Ich habe gar keine Lust, mit denen zu reden, ne? Ach Leute, was ich schon noch sagen wollte, was ich am Anfang des Let's Plays angekündigt habe, und zwar mit den Namen vergeben an die Pokémon, das werde ich einfach lassen in dem Let's Play jetzt. Weil es macht keinen Sinn mehr, jetzt zwischendrin den Leuten jetzt an den Pokémon noch Namen zu geben. Das machen wir dann im nächsten Let's Play wieder, wenn ich Pokémon irgendwas spiele. Mal gucken. So, was haben wir denn hier Schönes? Schei. Sandra und Siegfried haben Sex, haben trainiert, um ihre Fertigkeiten zu verfeinern. Das ist ein Dragonier. Dratini, sag ich doch. Wusste ich's doch. Yo. Jetzt mal ganz kurz abchecken. Hier in der Hood gibt's eine Arena. Genau, da will ich erstmal rein. Unsere Arena-Leiterin ist voll geil. Ja, ich möchte mit ihr intime Verhältnisse haben. Gut, tu es. Tu es! So, als allererstes mal in die Arena und dann sehen wir weiter. Hallöchen! Champions B, es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Ich zähle auf mich. Was? Hat er gesagt, ich zähle auf mich? Sandra setzt die mystischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind sie nicht zu besiegen, aber angeblich sind sie anfällig gegenüber Eisattacken. Sagte er mich? Yo, Champ in Spe. Es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Ich zähle auf mich. Warum zähle... Was? Zähle auf mich? Ich verstehe nicht, was er von mir will. Lass mich in Ruhe, ich will kämpfen. Hi. So. Ich habe auch einen Drache. Hör, guckst du blöd. Ich kann nämlich auch Drachenwut, so wie ihr alle vielleicht. So, bäh. Drachenwut! Er ist tot. Ich habe natürlich kein Eis-Pokémon. Ich könnte mir ein Eis-Pokémon fangen in der Höhle, aber... Nö, gar keine so Lust. Was könnten wir dann einsetzen gegen den Spaß hier? Ist alles nicht so cool. Mogelbaum ist wohl die schlechteste Lösung. Meganie! Komm. Rasierblatt ist, glaube ich, auch nicht effektiv. Genau, nee. Ich muss mal noch einen Plan machen. Ich muss mal echt einen Plan machen. So, wir schicken mal nach vorne. Ah, Hypno. Ich glaube, Hypno ist das Sinnvollste hiergegen. So, da ist nichts mehr. Gut, dann wollen wir da hoch jetzt. Und da runter. Ach, das war ja die Arena, genau. Oh, die ist so nervend. Die ist so nervend. Lass mal kämpfen. Seemon. Ach, ich finde Seemon ein cooles Pokémon. Warum sind die so stark? Können wir mal erzählen, warum die so stark sind? Ich will nicht, dass ihr so stark seid. Stärke, ja. Zack. Zack und zack und zack. Go. War, glaube ich, eine blöde Idee. Wenn ich so drüber nachdenke, war das eine blöde Idee. Ja, doch. War eine blöde Idee. Hi.
Wir sind ausschließlich Drachentrainer und du bist scheiße. So, Konfession, Konfession, du bist down. Konfession, 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 du bist down. So, ich hab's natürlich verkackt, weil ich blöd bin. Deswegen erstmal dich blätten. Du hast nämlich einen Dragon hier. Und ich bin tot. Als nächstes könnten wir mal nochmal das hier mit ihr versuchen. Oder ihm, das ist ein er. Ja, ja. Cool. So, triff doch mal. Ja, danke schön. Meine Fresse, was ist denn hier los? So, dann erstmal hier das hier richtig machen. Und zwar so. So. Nummer 1. Cha-ching. Ja, wunderschön. So, Nummer 2. Auch wunderschön. Und dann noch Nummer 3. Da komme ich woanders hin. Oh, Moment, wie war das mit Nummer 3? Ich habe keine Ahnung. Egal, lass mal kämpfen. So, Feuerschlag hilft bestimmt voll viel. Glut, Glut. Alter, mach doch Glut, wenn ich sage Glut. Okay, ich habe so das Gefühl, wir verkacken das hier übelst. Fliegen! Okay. Das war weniger cool. Das war weniger cool. Das war eigentlich, wenn man es drüber nachdenkt, überhaupt nicht cool. Ich verkack's gerade übelst. Also irgendwie sind meine Pokémon untertrainiert, kommt mir so vor irgendwie. Ich weiß ja auch nicht wieso. Ist irgendwie so ein Gefühl. So, als allererstes oder als allerletztes erstmal den Stein hier noch runterschieben. Was bracht denn das? Moment, bracht das überhaupt irgendwas? Nö, das bracht nämlich überhaupt nichts. Hahaha, voll cool und so. Voll witzig. Dann geht's hier runter und nochmal probieren, diese Bitchy Bitch zu besiegen. Hallöchen! So, Drachenwut und Drachenwut und Drachenwut. Ich bin schon wieder tot, Mann. Gibt's das? Konfusion, 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 Konfusion. Ich bin schon wieder tot. Ich kacke ja übelst ab hier. Was ist denn los? Das ist ja mal voll uncool. Beutel. Habe ich noch einen Beleber? Top Genesung. Nee, bringt ja nicht viel. Gott, ich bin ja so übelst schlecht. Hyperdrank bringt auch nichts. Ach komm, lass kämpfen. Ich bin Sandra, ich bin der weltbeste Drachenmeister. Ich kann selbst die Top 4 Pokémon-Liga widerstehen. Ja, geil. Willst du noch immer gegen mich antreten? Gut, dann los. Ich als Trainer werde all mein Können gegen jeden Gegner einsetzen. Ja, und ich werde wahrscheinlich mega abkacken. Eine Prostituierte möchte kämpfen. Sandra. Oh mein Gott, ich spule das jetzt mal, weil wir werden eh verkacken. Auf übelste Art und Weise. Ja. So, Kopfnuss. Oh, der erste ist down. Dragonier, nee. Kopfnuss, Kopfnuss, tot. Stärke. Citro King. Auch ein cooles Pokémon. Ich bin down. Und ich bin down. Leute, 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 ich verkacke das ja gerade übelst megamäßig in dieser Arena. Das ist ja schon fast peinlich, was ich hier mache. Aber auch nur fast, weil, naja. Meine Pokémon sind mega schwach. Was denn los hier? Also, ich habe noch nie so Probleme gehabt. Das ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass ich Silberne Edition so spiele, dass ich mehrere Pokémon gleichzeitig trainiere. Und wo renne ich hin? Und das ist wirklich ein bisschen doof. Hi, lass mal nochmal kämpfen hier. Okay, ich spule jetzt diesmal mal nicht. Vielleicht können wir ja gewinnen. So, Leiterin Sandra, Dragonier. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. So. Drachenwut ist immer gut, weil Drachenwut zieht immer die Hälfte der KP ab. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Badum. Hey. Drachenwut nicht die Hälfte immer ab? Ich dachte, Drachen wusstet immer die Hälfte ab. Irgendwie war das wohl dann doch nicht so. Das war wohl eine andere Attacke dann. Dann benutze ich jetzt eben nochmal Drachenwut. Hahaha. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. So. Na gut, es lebt natürlich dann noch. Ist ja blöd, ist ja fies, ist ja voll gemein. Nochmal Drachenwut. Zum Glück trefft es nicht. Und ich auch nicht. Oh mein Gott. Okay, das war okay. So, das erste Dragonier ist schon mal down.
Sehr schön. So. Hier muss man was trinken. Meine Stimme ist schon wieder voll am Arsch. So. Sie schickt ein Dragonier in den Kampf. Voll kreativ, nach einem Dragonier ein Dragonier zu schicken, du Opfer. Wir... Moment. Wir werden das allererst jetzt mal... Als allererstes erstmal... Hyperheiler. Genau. Gut. Das hat geholfen auf jeden Fall. Ha! Konfusion. Überlebt doch mal. Warum zieht denn das so wenig ab, Mann? Das soll doch mal... Mann, warum ist die so stark? Die hat voll starke Pokémon. Mama, hier Hypnose ist eine gute Sache. Oh Mann, ich hasse es. Ich hasse es. Ja, es schläft. Gut. Es schläft. Gut. Hyperheiler. Cool. So, jetzt kann ich ein bisschen angreifen. Ich hoffe, es pennt jetzt einfach die Runden, bis ich es besiegt habe. Das wäre ein Traum. Oh, ist verwirrt. Oh. Und es schläft. Oh. Okay, das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Immer schön Hypnose einsetzen. Dann sollte es eventuell in der nächsten Runde down sein, mit ein bisschen Glück. Komm, stirbe! Bliese! Geh down! Ja, sehr gut. Volltreffer, jawolla! Level up! Sehr schön. Wow, es gibt einiges an Erfahrungspunkte. Setz Dragonier ein. Das ist ja scheiße wie kreativ. So, als allererstes mal hypertrankirisieren. Weil ich habe vor, es nochmal zu hypnotisieren. In der Hoffnung, es funktioniert. Bliese. Ja, es schläft. Geil. So, dann können wir jetzt eventuell das Ganze auch mit Kopfnuss mal probieren. Vielleicht zieht das ja mehr ab. Ja, so ein bisschen. Okay, machen wir jetzt Kopfnuss auf Kopfnuss auf Kopfnuss. So, bam. Geilo. Pennt es? Es pennt immer noch. Es ist auch schön. Ich mag schlafende Pokémon, weil sie sind so ungefährlich. Bam. Na, was sagst du jetzt? Hallo. Meine Schlaftaktik hilft wirklich gegen sie. Das ist voll gut. So, am Schluss hat sie noch einen Sitra King. Und das sollte mit der gleichen Taktik auch irgendwie zu machen sein. Hoffen wir es mal einfach. Es ist so ein episches Pokémon, Sitra King, ne? So, Hypnose! Feuerodem, oh mein Gott. Please, live. Dankeschön. Gott, wie es einfach klappt mit der Hypnose. Es ist so schön. Es ist so geil. Hypnose ist die geilste Attacke auf der Welt. Confusion. Oh Gott, es zieht so verdammt wenig. Aber es ist verwirrt. Sehr schön. Kopfnuss. Okay, ich spule mal ein bisschen. Es dauert sonst zu lange. Oh nein, nicht überheilen. Es ist verwirrt. Es ist doch verwirrt, verdammt nochmal. Oh, bitte, lass mich doch einfach das... Moment, es ist ein Wasser-Pokémon, oder? Wie soll denn mit Rasierblatt das eigentlich auf die Reihe kriegen? Rasierblatt! Jibbadabadabada! Bam, 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 bam! Oh, nö, das ist nicht sehr effektiv, Mann! Egal, weiter geht's. Nicht mehr verwirrt, scheiße. Surfer gegen mich? Das war eine schlechte Wahl. Trainerin. Okay, wir spulen trotzdem mal noch ein bisschen. Wir haben es gepackt, Leute! Wir haben es geschafft, Leute! Leider, denn Sandra wurde gebasht! Ich habe verloren? Ich kann es nicht glauben! Das muss ein Irrtum sein! Du bist schlecht! Ich kann das nicht akzeptieren! Ich mag zwar verloren haben, aber du bist noch nicht für die Pokémon-Liga bereit! Ich hab's! Du sollst die Herausforderung der Drachentrainer annehmen! Hinter dieser Arena befindet sich ein Ort namens Drachenhöhle. Gehe hin und bringe mir den Drachenzahn aus der Tiefe der Höhle. Durch diesen Test erweist du dich als wahrer Drachentrainer. Bestehst du ihn, werde ich auch den Sieg akzeptieren. Erst dann sollst du den Orden kriegen, du Arschloch. Okay, ziemlich fies. Tja, Leute, im nächsten Part machen wir uns dann auf in die Drachenhöhle und holen besagten Drachenzahn. Und, ja...
dann wird's cool. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn's heißt, geiler Drachenzahn holen und cool sein. Tschüss.